Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier auf Razertainment. Mein Name ist immer noch Chris und wir spielen heute ein bisschen Batman. Ich habe mir das Spiel jetzt im Angebot geholt. Boah, das ist aber ziemlich laut. Ich habe mir das Spiel jetzt endlich geholt. Ich wollte es schon lange mal spielen und ich dachte, hey, unser neues Vorhaben, um zu gucken, ob es überhaupt möglich ist, jeden Tag irgendetwas zu bringen für euch, da eignet sich das doch bestimmt gut für. Wir spielen los. Ich spiele mit Gamepad endlich mal wieder und ich hoffe, alles läuft. Let's go. Ist das Batman? Oh, Two-Face. Ich hab was gefunden. Nicht anfassen, Mann. Der legt dich um. Two-Face Army. Der Boss denn endlich? Der kommt schon. Riley sagt, er hätte Batman gesehen. Ist er auch hier? In Arkham City. Wieso solltet ihr herkommen? Ihr Jungs müsst euch echt mal ein bisschen locker machen. Genau, macht euch mal ein bisschen locker. Hey, ihr habt Two-Face-Masken, ja? Macht euch mal. Was zum Teufel? Das ist nicht Batman. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Ich dachte, das Spiel heißt Batman. Wir kommen jetzt nochmal erstmal wieder. Whoop. Du wirst in Arkham City sterben. Das ist herrlich. Du drückst im Grunde einfach immer nur einen Knopf. Nope. 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 Alter, hat sie den gerade geküsst? Es gibt schlimmere Arten, verprügelt zu werden. Eigentlichen Grund meines Besuchs. Worum wollte ich mich denn kümmern? Was wollte ich denn tun? Wollte ich Musik hören? Hier? I guess not. Ich wollte bestimmt irgendwo irgendetwas klauen. Ich bin Catwoman. Natürlich, Catwoman klaut alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich wollte einen Tresor aufstellen. You're safe. Ja, ab und zu muss ich noch wieder auf das Pad gucken. Ich spiele so selten mit dem Pad. Es ist unglaublich. Versuch, wo ich mir eins überzuziehen, Harf. Das läuft nicht. Okay. So funktionieren Handys nicht, glaube ich. Nimm sofort deine schmutzigen Pfoten da. Oh, Two-Face persönlich. Aber ich glaube, er muss sowieso erst. Dead Vibration. Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Was habe ich denn jetzt damit zu tun? Strange? Damit kommen Sie nicht durch. Das bin ich schon längst. Dr. Strange? Hier ist Vicky Vale. Ich melde mich live aus Arkham City, dem umstrittenen Supergefängnis im Herzen Gothams. In wenigen Momenten wird Bruce Wayne erklären, wieso er sich plötzlich so sehr für Lokalpolitik interessiert. Der berüchtigte Playboy und Millionär hat sich vorher noch... Vicky. Millionäre sind doch völlig out. Playboy? Ah. Ja, das Sofa ist, wenn du ein Spiel... An, sie hielten sich für unantastbar. Ja. Wie sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Danke, Gott. Spiele labern am Anfang immer so viel. Das ist fürchterlich. Tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Alle Gefangenen von Blackgate wurden in die Stadt verlegt. Gute Idee. Es ist außer Kontrolle. Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Batman. Von heute an unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen und Gotham wieder sicher zu machen. Umstell ihn! Los, Hände hoch, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert! Okay. Batman möchte in die lokale Politik. Und, oh, ich muss hallo. Mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben... Kann ich mich bewegen? Kann Protokoll 10 beginnen. Okay, cool. Hallo. Es wird mein Erbe sein.
Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Schön. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, wo bin ich denn hier? Allen ihr Geheimnis verraten. Buhä. Irgendwann ist das für alle sobald soweit. Tschüss. Oh, Dunkelheit. Schön. Okay. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange. Und ich leite die Hugo Strange. Mit L entkommen, okay? Dann ent. Konter! No, bitch! Habe ich ihm gerade echt das Fuß. Habe ich ihm das Fußgelenk gebrochen? Den Fußgelenk? Ich komme gerade nicht so mit, aber ist okay. Okay, warte mal. Okay, wir sind immer noch gefesselt. Wir können nichts machen. Black Mask ist auch hier? Nice, wer ist denn sonst noch hier? Okay, davon kennen wir keinen. Es ist ja kein Problem für euch, wenn ich da mal eben durchgehe, ja? Oh, okay, es ist scheinbar doch ein Problem. Ist okay. Details. Warte mal, Reihe A? Ich stelle mich an Reihe B. Schnauze voll. Ich tue nicht, was ihr mir sagt. Ja. Darf ich mal durch? Dürfte ich? Nein, darf ich nicht. Okay. Und, bei dir auch alles okay? Ja, ich hab's gehört. Ist okay. Ich hörte, der Pinguin hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Das hole ich mir. Ich hab gehört, du hast ziemlich hässliche Klamotten. Also. Ihr zwei geht aus dem Weg. Hallo? darf ich einmal durch? Du stehst auf meiner Liste. Deine Mutter steht auf meiner Liste. Wer bist du? Könnten wir jetzt mal weitermachen hier? Bitte? Weitergehen, Gefangener. Ah, okay, alles klar. Ach, ich darf doch hier durch. Ja, vielen Dank. Schön, dass du mich vorlässt. Alter! Wofür kriege ich denn jetzt andauernd aufs Maul? Nur weil ich Batman bin, oder was? Mr. Wayne, die Handschellen können dranbleiben. Okay. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Nö. Wir kriegen das schon hin. Alles gut. Für Einlass wohin? Bruce Wayne? Na klasse. Jack Ryder. Wir sind also jetzt gerade auch im Mass Effect gelandet. Wenn die Tür öffnen, Ruhe bewahren. Bleiben Sie in meiner Nähe. Okay, wir bleiben alle in deiner Nähe. Ach, du heilige Schose. Wie? Ach, nur Konter. Ja, nice. Für jemanden, der nie gekämpft hat, ne? Ja. Sonst noch jemand? Ja, ihr beiden? Ich konnte alles. Bitch! Ach, ich kann auch schlagen. Schön. Double-handed blow. Hör auf damit! Aufstehen, Ryder. Jack Ryder retten. hinter uns ist jemand. Falls du's... Schön. Könntest du dich wehren? Bitte? Der Pinguin. Ich finde es immer ein bisschen kompliziert am Anfang des Spiels. Es ist immer so viel los. Es ist so viel Story. Die sind direkt erstmal das Setting ins Gesicht drücken. Hallihallo, Mr. Wayne. Der hässliche Pinguin. Was Alter, was habe ich denn früher gehasst? Soll ich Ihren Butler rufen? Nee. Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Wir haben nichts miteinander zu tun, mein Freund. Wir es doch ganz altmodisch. Oh. Lache.
Gekontert, obwohl keine Anzeige dort stand. Ist da, das ist Skill, Alter. Das ist Skill. Ich konnte alles. Nice. Jetzt geht's los. Jetzt ist Party. Komm, du her. Komm her. Nope. Oh, Bitch. Ich glaube, es reicht, wenn du einfach nur alles konterst hier. Nein. 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 Komm, trau dich. Übertreib mal nicht, ja? Warte mal. Ich muss weiter nach oben und Alfred kontaktieren. Ihr macht das schon so. Alles gut. Alles gut. Wir müssen weiter nach oben. Alfred kontaktieren. Okay. Laufen, halten und klettern. Warte mal. Leiter. Whoop. Parkouring, Beach. So, müssen wir jetzt ganz hoch? Die Kamera ist aber echt ein bisschen sehr nah hier, oder? Aber das kriegen wir hin. Das ist, glaube ich, eine reine Gewohnheitssache. Ich frage mich, wie Batman das, also Bruce Wayne, das schafft jetzt auch noch mit seinen feinen Klamotten das alles zu machen. Er ist ja, im Endeffekt ist er ja kein Superheld, ne? Er ist ja nur ein talentierter, reicher Martial-Arts-Kämpfer. Trainierter Martial-Arts-Kämpfer. Sollen wir ein bisschen die Aussicht genießen hier oben? Da gibt nicht viel zu genießen, ne? Obwohl ich es nicht verstehe, warum in Gotham City alles immer dunkel ist. Okay, da unten sind unsere nächsten Opfer. Alfred, hast du meine Position? Alfred. Ach so. Ich benötige einen sofortigen Abwurf auf dem Dach von Ace Chemicals. Ich bin auf dem Weg dorthin. Natürlich. Wo ist Ace Chemicals? Sehen, sehen. Ah, okay, naheliegend. Okay, da muss ich hoch. Halten, laufen und springen. Ja, möchtest du gerne, dass ich dort vorne an das andere Gebäude springe? Oder soll ich nicht einfach irgendwo hochklettern? Wolltest du da echt rüberjumpen? Er springt über das Loch in Richtung des Vorsprungs, um nach ihm zu greifen. Ja, klar, warum nicht? Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, und dieses typische Hangeln in jedem Spiel. Aber immerhin klettert er schnell wie ein Affe. Das ist gut. Nicht ganz, obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann Arkham City nicht verlassen, bevor ich weiß, was es ist. Ich würde mal drauf tippen, dass es die Zerstörung von ganz Gotham City beinhaltet. Kann das wohl sein? Okay, und was nun? Kannst du dich hier dran festhalten? Nein, Batman, so macht man das nicht. So gehen Sachen nicht, mein Freund. Ist sie eingetroffen, Sir? Das ist eine Wand. Man hätte auch einfach einen Koffer fallen lassen können, ja? Aber macht euch nichts aus. Ich meine, ist ja nur ein fremdes Gebäude. Umziehen! Und jetzt sind die falschen Klamotten drin. Ha! Es ist... Schlüssel abgenommen. Ich werde mich in ihr Kommunikationssystem hacken. Alter, du stehst an der Kante. Oh, okay, erstmal den Datenschip entschlüsseln. Okay, einstellen mit L. Da oben, okay. Ach, so funktioniert das, okay. Hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude.
Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. What? Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Ich muss nach Catwoman suchen. Okay, um das nochmal eben zusammenzufassen. Das heißt, wir sind jetzt gerade das in die Stadt verlegte Blackgate-Gefängnis. Ist dem Chaos... Also alle sind da ausgebrochen irgendwie und haben das Kommando übernommen und haben mich gefangen genommen und das Protokoll 10 bedroht jetzt die Stadt. Okay, check. Und wir haben endlich unseren Anzug. Müssten jetzt eigentlich auch viele, viele unsere Skills haben. Ist okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns jetzt einfach mal um Two-Face und da ist hoffentlich auch etwas weniger klar beim Weg. Oh, die ersten Folgen sind immer so schwierig, wenn das Spiel dir durchgeht, sagt dein Gesicht bläst. Für heute allerdings bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken. Hoffe, dass ich euch auch nächste Woche am selben Tag wieder hier bei Batman begrüßen kann. Und dann sehen wir uns ein paar Tage wieder hier auf Razor Team.